Jazz denkt, glaubt nichts, denkt selbst. Ich meine, man könnte ja meinen, einige müssen es besser wissen als andere. Ich meine, vielleicht ist das auch so die entscheidende Frage. Ich meine jetzt gerade für euch, die euch hier dies gerade anseht, ist also, ob ich zu eben denen gehöre, die es besser wissen. Darauf gibt es natürlich auch eine ganz, ganz einfache Antwort. Ich weiß es nicht. Unbefriedigend? Mag schon sein, aber bevor ich mich diesbezüglich festquatsche, wozu ich durchaus in der Lage bin, wie ihr bestimmt nochmal hier und da mitbekommen werdet, komme ich doch einfach mal zum Thema, ja? Das Thema für eine erste Sendung dieser Art muss schon irgendwie so ein bisschen wichtiger sein als vielleicht das Thema der zweiten Sendung. Oder auch der dritten oder der vierten, der fünften, sechsten, siebten, achten. Wie jetzt? Treppenwitze sind nicht lustig? Finde ich eigentlich schon und schließlich sind das meine Gedanken. Okay, aber das Thema meiner heutigen Gedanken ist Wissen. Und bevor ich mich total verhasple, darf ich mal einen schnellen Blick auf das Rezept. Da steht, 100 Gramm saumäßig schlaue Sprüche von saumäßig wichtigen Leuten der Weltgeschichte. Zum Beispiel, mit dem Wissen wächst der Zweifel, von Johann Friedhelm von Goethe. Dann steht da noch 300 halbe Meter schreckliches Halbwissen, wie zum Beispiel das Wissen der Leute, Sokrates habe gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ah, und da steht noch 3 Hyperslash reiner Unfug, wie zum Beispiel, Wissen kommt gleichermaßen vom lateinamerikanischen Viscere, was so viel heißt wie fließen, und vom US-amerikanischen Visum, was so viel heißt wie ich darf. Zum Schluss ordentlich den Mixer reinhalten und nach Belieben mit Klugscheißerei, leeren Phrasen, alten Witzen abschmecken. Tja, tada, fertig ist eine Portion Gedanken über das Wissen. Was? Wie, ja, klingt eher nach Politik? Microsoft Windows? Manuel Kant? Tja, dann bin ich wohl irgendwo falsch abgebogen. Der Erfinder des Wissens war übrigens Ephesos, ein griechischer Zauberer. Deswegen heißt Zauberer im Englischen auch heute noch Wizard. Wizard ist außerdem ein Kartenspiel, bei dem man schon vorher wissen sollte, wie viele Stiche man bekommt. Wer das Ganze lieber in der weniger kommerziellen Variante mit einfachen Skatkarten spielt, nennt es dann wahrscheinlich Pieksen oder auch Riffifi. Ja, genau, wie der Badeort in Italien oder dieser Film von Jules Dassin. Ja, ja, Jules Dassin, genau, der wichtige Kritiker von Thomas Carlyle Cullum, der mal gesagt hat, Liebe ist stets der Anfang des Wissens, so wie Feuer der Anfang des Lichtes ist. Aber ich meine jetzt mal, so ganz ehrlich, würden Sie einem schottischen Vampirarzt trauen? Naja, okay, dazu müsste man ja erstmal wissen, dass er ein Schotte ist. Womit wir wieder beim Problem des Tages wären. Richtig berühmt und auch gar nicht so dumm ist ja der bereits für Halbwissen erklärte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, vom guten alten Sokrates. Warum Halbwissen? Naja, eigentlich hat er nur gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ist auf Dauer auch irgendwie die haltbarere Aussage. Denn wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, weiß ich doch auch genau das eben nicht. Paradox wie die Zeitreise, in der ich meine Großmutter töte, bevor meine Mutter geboren wird und ich nicht geboren werden kann, weshalb meine Oma nie getötet wird und ich wieder zur Welt komme. Einer der Besserwisser von den Wise Guys hat dazu mal was wirklich Kluges gesungen, was ich hier wegen des Copyrights aber jetzt nicht wiederholen darf. Deswegen gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der bedeutendste aller Philosophen und wahrscheinlich schlauste Mensch der Welt, Victor Emmanuel Pedia, der nach einem missglückten Zeitreiseexperiment im Jahr 42 vor der Zeitrechnung der Inka festsaß und dort kurz vor seinem Tod sein Gehirn einfrieren ließ, welches 2001 aufgetaut ins Internet eingebaut wurde, sagte zum Thema Wissen in klaren, blauen und unterstrichenen Worten, wahre, gerechtfertigte Meinung. Bam! Allerdings hat der kluge Junge seine Rechnung leider ohne die Skeptiker gemacht. Denn einem Gehirn im Tank glauben die schon mal gar nichts, weil es seine Informationen auch auf ganz, ganz skurrile Weise bekommt. Und zwar von einem Computer. Stellt euch mal vor, wir alle bekämen unsere Informationen von Computern. Gruselig! Ich meine, wie in der Matrix oder im
Real Life. Bin ich froh, dass das nur Erfindungen von Jules Dassin und seinen Filmemacherfreunden sind. Übrigens, der gleichen wahren gerechtfertigten Meinung wie die Skeptiker sind auch die Solipsisten. Aber die können sich nach wie vor nicht so richtig einigen, wer denn nun der ist, der ist, der ist, der ist, ja, Treppenwitze, ich liebe sie. Der ist eine Rose, ungefähr so wie die heilige Emily Gertrude Stone. Ja, ja, genau, von Stone wissen einige der beleseren Cineasten unter euch schon seit Beginn des 21. Jahrhunderts auch, dass er seine Finger besser von Sandra Schwiers gelassen hätte, um sich irgendwie diesen Ärger mit Daniel Basweiler zu ersparen. Der wiederum hat, wie wir alle wissen, Matze Claudius den Satz untergeschoben: Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen. Metaphorisch gevierteilt kann man das Ganze auch auf Albert Platons Höhlengleichung anwenden, denn wer weiß schon den genauen Unterschied zwischen den Schatten an der Wand E gleich mc² und der verschwindenden Elementarität des Staunens bzw. auch der untergehenden Unbeständigkeit der Sehnsucht? Oder was jetzt umgekehrt? Na okay, da ich langsam mit meinem Wissen, Halbwissen und Unwissen über das Wissen an meine metaphysischen Grenzen stoße und echt nicht mehr so richtig weiß, ob ich jetzt die Gertrude im Tank, die fehlende Zutat im Rezept der Solipsisten oder doch eher der Wizard im Kampf gegen die Vampire bin, tja, verabschiede ich mich lieber schnell und kurz mit den Worten Gandhis. Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Bäm. Denk mal drüber nach, aber besser nicht zu viel.